Willkommen zu German Motors and Engineering. Ich freue mich heute besonders, euch dieses Gesamtkunstwerk präsentieren zu dürfen, welches da ein Jeep Grand Cherokee Trackhawk ist. Und nicht nur ein normaler Trackhawk, sondern ein Trackhawk mit richtig Leistung, mit dezent anderer Aerodynamik, mit breiteren Felgen, mit größeren Bremsen, mit Auspuff, also quasi einmal ein Trackhawk in verschärfter Version, rundherum in allen entsprechenden nötigen Details von uns verbessert. Und ja, fangen wir beim Herzstück am besten mal an. Herzstück ist ein 6,2 Liter V8, ein Stahlguss-Motorblock mit einer Nockenwelle, mit Zwei-Ventil-Technik, also wirklich ein Motor, wo nicht viel dran ist, was kaputt gehen kann. Und diese gute, dankbare Technik funktioniert echt sahnig. Auch wenn der Wirkungsgrad von so einem Motor vielleicht nicht ganz auf dem hohen Niveau ist, wie von einem durchkonstruierten, downgesizten Aggregat mit Turbolader und drum und dran, ist so ein Motor halt einfach hart im Nehmen. Und weil der hart im Nehmen ist, hat Chrysler da schon einen Lader draufgepackt, der das Teil mit 0,8 Bar Ladedruck in der Serie auf 710 PS bringt. Und wem 710 PS nicht genug sind, der kann bei uns 820 PS, 920 PS bekommen. Und in diesem guten Stück stecken mal 920 PS drin. Wir haben dazu die Übersetzung des Laders geändert. Wir haben den Riementrieb umgebaut, damit der Lader schneller dreht. Und holen hier mit 1,2 Bar Ladedruck auf 6,2 Liter Hubraum 920 PS und 1076 Newtonmeter raus. Wir haben andere Katalysatoren eingebaut, die natürlich im Abgaslabor bewiesen haben, dass auch diese Katalysatoren mit dem hohen Durchlass, mit weniger Abgasgegendruck, trotzdem das Abgas genauso gut reinigen, wie es die serienmäßigen Katalysatoren tun. Aber so ein Autohersteller geht natürlich immer den Weg des meisten Profits und kauft einfach beim Zulieferer den Cut ein, der am billigsten ist und gerade das zu leisten vermag, was für die massenweise Zulassung so eines Autos nötig ist. Wenn man aber als Tuner versucht, so ein System zu optimieren und das Ganze möglichst performant zu gestalten und auch haltbar zu machen, dann kann man nicht auf die billigsten Komponenten setzen, da muss man sich einen Katalysator suchen, der keinen oder nur sehr wenig Abgasgegendruck hat, weil er einfach viel Durchlass hat. Die sind größer, die Katalysatoren. Die haben nicht so einen Keramikträger, wo halt die Fenster in dem Keramikträger sehr, sehr klein sind. Die haben einen sehr, sehr dünnen Metallträger, der natürlich, wenn er heiß wird, nicht schmelzen darf und deswegen aus einem sehr hochwertigen Metall ist. Und das ist natürlich teuer. Aber wer das eine will, muss das andere lieben. Und aus dem Grund brauchen wir große Katalysatoren, die Luft oder das Abgas in großen Mengen einfach ohne Gegendruck durchlassen, damit wir diese Leistungswerte fahren können. Und diese Cuts bringen aufgrund der hohen Beschichtung mit Platin trotzdem gute Abgaswerte. Also sind wir da auch umwelttechnisch auf der guten Seite. Wir erleichtern dem Motor nicht nur das Ausatmen, wir erleichtern ihm auch das Einatmen, indem wir in die vorhandene Airbox einen Luftfilter einbauen, der anders aufgebaut ist als ein Serienluftfilter. Der hat andere Maschenweiten, der ist von K&N und dafür optimiert, mit einem geringeren Ansaugwiderstand die Luftmenge in den Motor reinzulassen. Weil wir saugen ja hier immerhin 20% mehr Luft durch. Und das will ja auch dem Ganzen Rechnung getragen bekommen. Wir haben größere Einspritzdüsen verbaut, weil wir entsprechend natürlich mehr Benzinmenge brauchen. Wir haben für die Kurbelgehäuseentlüftung gesorgt, dass diese Kurbelgehäuseentlüftung diese Gase, die an dem Kolben vorbeigehen und sich im Kurbeltrieb unten fangen, dass die adäquat rauskommen aus dem Motor wieder. Wir haben die Betriebstemperatur des Motors um 10 Grad gesenkt, damit wir einfach von oben nach oben raus bei Lastspitzen noch ein paar mehr Reserven haben und der Motor etwas kühler läuft dadurch. Wir haben die Motorsoftware angepasst und die Summe von all den Maßnahmen ergibt am Ende eine Leistungszahl, wo wir knapp an der 1000 jetzt schon dran sind. Wir könnten über 1000 PS drüber hinausgehen mit anderer Hardware. Das können wir euch später mal zeigen. Also auch 1000 PS, 1100, 1200 sind machbar. Aber die vorhandenen Komponenten des Autos geben quasi 920 PS mit einem gewissen Sicherheitspolster her.
damit diese Leistung am Ende auch noch nicht nur durch die Cuts, sondern auch durch einen ordentlichen Auspuff in die Umwelt entsorgt werden kann, lassen wir das Auto mal hoch und zeigen euch, was wir auspufftechnisch an dem Auto gemacht haben. Ich denke mal, die wenigsten von euch haben den Trackhawk schon von unten kennengelernt. Normalerweise sitzt man in so einem Auto und steht nicht unten drunter. Aber wie wir sehen, wir haben ein deutsches ZF 8HP-Getriebe drin, was die Leistung nach hinten an die Hinterräder transportiert und hier über das Verteilergetriebe mit der vorderen Kardanwelle nach vorn. Der Antriebsstrang ist also deutsch und deswegen schaltet es auch so gut, fährt so schön und ist sehr gut haltbar, das Ganze. Da es aber gerade eben um Abgasanlage ging, wollte ich euch mal zeigen, wie das Ganze läuft. Wir haben einen V8, der ist längs eingebaut. Also haben wir natürlich von jeder Bank einen einzelnen Abgasstrang, der hier nach hinten geht. Die großen Katalysatoren sitzen hier vorn, münden dann hier in einer Mittelschalldämpfersektion. Es ist alles alles aus Edelstahl, kann also nicht rosten, das Ganze. Selbst wenn es wie hier ein bisschen Patina bekommt und dann aufgrund der Hitze und Wasser, was halt dran spritzt, ein bisschen dunkler wird, hat der Auspuff das ewige Leben. Es kann niemals Rostfraß bekommen. Und in diesen beiden Abgassträngen, die jeweils 76 mm betragen, geht es dann hier durch die Mittelschalldämpfer durch. Und im Endeffekt ist es wie, als hätte man zwei Auspuffanlagen unter einem Auto. Es ist ja auch wie zwei Motoren, die zusammengekoppelt sind. Wir haben zwei Vierzylinder, die auf eine Kurbelwelle antreiben. Und diese beiden Vierzylindermotoren kriegen jeweils einen eigenen Auspuff verpasst. Diese Vorschalldämpfer wirken klangbildend, die sind also genau so vom Volumen her, dass der Auspuffklang richtig schön ist, und das sind Durchgangsdämpfer. Diese Durchgangsdämpfer schlucken den Schall, indem das Gas hier durch ein Lochrohr, also durch ein Siebrohr durchgeht, aber nicht gebremst wird dabei, weil man kann durch den Schalldämpfer durchgucken. Rundrum um das Siebrohr befindet sich Glaswolle, was die Schallwellen, wenn die reinpulsen, absorbiert, und dadurch, dass es sie absorbiert und nicht reflektiert, haben wir nicht mehr diese teilweise störenden Dröhnfrequenzen wie bei einem serienmäßigen Auspuff, den das Auto mit sich bringt. Nach dem Mittelschalldämpfer geht es weiter unter der Achse durch, nach hinten. Und hinten haben wir vier Schalldämpfer quer liegen. Das funktioniert so, dass das Abgas, wenn die Klappe offen ist, direkt zum Endrohr durchströmen kann. Beim Endrohr gibt es verschiedene Varianten. An der Stelle haben wir hier ein Doppelendrohr verbaut in schwarz. Und wenn die Klappe zu ist, muss das Abgas, weil es nicht hier durch kann, vorher abbiegen. Es geht dann durch diesen Dämpfer durch, der ebenfalls ein Free-Flow-Dämpfer ist, quasi nach dem rückstauffreien Prinzip. Und die Schallwellen hier drinnen in dem Glaswollebereich geschluckt werden. Und nach dem Dämpfer nimmt sie dieses X mit und verteilt sich auf die beiden hinteren Dämpfer. Das heißt, wenn die Klappe zu ist, muss jeder Gasstoß noch durch drei weitere von diesen vier Dämpfern durch, weil die Gasstöße kommen immer abwechselnd. Einer rechts, einer links, einer rechts, einer links. Und wenn links ein Gasstoß kommt, macht der rechte Bank gerade nichts. Und der Gasstoß wandert hier durch und dann durch die. Also wir schalten durch das Schließen der Klappe drei Schalldämpfer zu. Und wenn wir sie öffnen, schalten wir diese drei Schalldämpfer wieder weg. Wir haben einen extrem laut-leise-Unterschied. Die Lautstärke im leisen Zustand entspricht dem des Serienauspuffs und ist damit völlig legal zu fahren. Und sobald die Klappen dann öffnen, kann das Gas ungehindert und rückstauffrei, deswegen gibt es Klappenanlagen, damit das Abgas bei solchen hohen Leistungen außerhalb geschlossener Ortschaften, wo der Gesetzgeber es erlaubt, dass so ein Auspuff lauter sein darf, ohne den Motor zu schädigen, einfach nach hinten entlassen werden kann. Aber wir brauchen nicht nur Leistung und Auspuffanlage, wir müssen ja die Leistung auch irgendwie einfangen. Deswegen haben wir uns um Bremsen Gedanken gemacht und stehen schon an genau der richtigen Stelle. Wenn auch ein bisschen hoch, ich lasse es mal ein Stückchen runter. Wir fangen mal bei der kleinen Bremse an. Die hintere Bremse ist eine 356 mm durchmessende Bremsanlage mit einer dreiteiligen Bremsscheibe. Dreiteilig deswegen, weil wir einen Reibring haben aus Stahl. Auf diesem Reibring wird gebremst. Und das Mittelteil, was ja nicht
quasi von Verschleiß betroffen ist, ist aus einem leichten Aluminiumwerkstoff. Und deswegen haben wir eine mehrteilige Bremsscheibe, die trotzdem sehr leicht ist. Wir sparen an der Vorderachse, werden wir nachher sehen, zum Beispiel 4 Kilogramm an der Bremsscheibe, obwohl die Bremsscheibe viel größer ist wie die originale. Das dritte Teil der Bremsscheibe ist die Handbremstrommel innen drin, weil die Feststellbremse bei dem Auto so als Trommelbremse ausgelegt ist, was ja gut ist, weil dann kann der Bremssattel sich auf die Fußbremse konzentrieren und die Handbremse ist ein getrenntes System, was sich innerhalb der Bremsscheibe befindet, die Feststellbremse. Die Bremssättel sind immer Monoblock-Bremssättel, aus dem Ganzen geschmiedet, hinterher CNC überbearbeitet und an der Stelle ist es ein Vierkolbensattel auf der Hinterachse und vorn wird es richtig extrem. An der Vorderachse haben wir eine Bremsscheibe mit 444 mm Durchmesser, auch mehrteilig, damit wir Gewicht sparen. Diese 444er Bremsscheibe ist 4 Kilo leichter wie die originale Bremsscheibe, die 380 oder 390 mm hat. Der Bremssattel, ebenfalls leichter als das Serienpendant, hat 12 Bremskolben. Hier sind immer 2, 4, 6 Kolben und immer 2 Kolben drücken auf einen Bremsbelag. Wir haben also hier einen Belag, da einen Belag und dort einen Belag. Das hat den Vorteil, dass die Stäube, die entstehen beim Bremsen und eventuell Gase, zwischendrin mal entweichen können und einfach drei Einzelbeläge pro Seite viel besser bremsen, als wenn man einen ganz langen Belag hätte, der ja zwischendrin den ganzen Staub nach hinten durchtransportiert und beim Durchtransportieren dieses Staubs, der Staub anfängt wie so ein Kugellager zu wirken und halt eine gewisse Schmierwirkung entfaltet. Diese Schmierwirkung ist nicht da, wenn es zwischendrin raus kann. Zusätzlich dazu wird jeder Dreck, der beim Bremsen entsteht, noch durch die Bohrungen hier aufgefangen und kann da rein entweichen. Das ist also nicht nur der Optik halber, diese Bohrungen, sondern die Bohrungen in der Bremsscheibe reinigen den Bremsbelag. Die kühlen nicht, weil die Luft kann ja nicht quer durch die Bremsscheibe durch. Für die Kühlung sind diese Kanäle hier innen drin zuständig, weil die Bremsscheibe ja innen drin hohl ist. Und beim Drehen die Luft von innen drin ansaugt und nach außen raus fächert. Deswegen gibt auch so eine große Bremsscheibe die Wärme noch besser an die Umwelt ab, weil sie einfach mal durch den größeren Durchmesser bei selber Raddrehzahlen eine größere Umlaufgeschwindigkeit hat und die Luft dann schneller durchströmt. Also wir haben auch eine bessere Kühlwirkung. Und warum der riesen Durchmesser von der Bremse? Weil wir einfach mit dem großen Durchmesser, dass dem Bremssattel leichter fällt, das Rad anzuhalten. Umso weiter innen ich anpacke, desto mehr Kraft brauche ich, um ein drehendes Rad zum Stillstand zu bringen. Fasse ich weiter außen an, habe ich einen größeren Hebel und brauche weniger Kraft, um die Drehbewegung des Rades zu stoppen. Und mit dieser Bremse hat man wirklich nur durch Auflegen des Fußes auf das Bremspedal schon eine richtig ansprechende Bremsleistung, die einem Sportwagen entspricht. Die originale Bremse, ich möchte es mal betonen, ist nicht schlecht. Sie tut das, was sie soll. Man hat halt ein bisschen mehr Pedalkraft, als man es von einem Sportwagen gewöhnt ist, bei so einem 2,5 Tonnen SUV, um das Auto zum Stehen zu bringen. Aber mit einer noch größeren Anlage, wenn man eine größere Felge verbauen kann, ist einfach noch mehr möglich als das. Und weil wir nicht aufhören bei Leistungen bei Bremse, haben wir auch noch eine passende Felge dazu designt, die sich um diese Bremsanlage rundum schmiegt, die ohne jegliche Adaption, ohne Spurplatten, ohne Mittelzentrierringe direkt auf die Achse des Fahrzeugs passt und natürlich auch Designelemente vom Auto an sich mit aufgreift, damit das Ganze ein Gesamtkunstwerk wird. Weil Autos leben wirklich von Felgen. Und diese Felge, die sehen wir hier. Das ist eine mehrteilige Felge, die wir extra für den Grand Cherokee designt haben. Die besteht aus einem Felgenbett und aus einem verschraubten Stern. Beide Teile sind aus leichtem Aluminium gefertigt und nicht aus irgendeinem weichen Wald- und Wiesenaluminium, sondern die bestehen aus einem sehr, sehr hochfesten Material, was spanabhebend auf CNC-Fräsmaschinen bearbeitet wird. Man sieht hier noch die CNC-Frässpuren. Die restliche Oberfläche ist schon hier gebürstet oder da gestrahlt, weil nach der Fertigung werden die Teile einzeln lackiert und man kann sich aussuchen, möchte ich das Felgenbett schwarz haben und den Stern in Silber oder andersrum oder in jeglicher anderen Farbe, kann man also auch so eine mehrteilige Felge entsprechend seinen eigenen Wünschen farblich beschichten lassen.
Der Felgenstern ist, wie man den auslegt, zum einen eine optische Geschichte, zum anderen ist es auch von der Festigkeit her notwendig, die Speichen so dick zu gestalten, so tief zu gestalten, dass die am Ende die Kräfte übertragen können. Und all das erreicht man, indem man die Felge exakt für diesen Einsatzzweck auslegt. Und montiert haben wir es mal auf der Seite. Wir haben jetzt diese Felge so gebaut, dass wir genau an dem Bremssattel vorbeikommen. Also natürlich passt auch die kleinere Sellenbremse dahinter, aber mit dieser Felge erschlagen wir jegliche Anforderungen. Es ist einfach eine Maßanfertigung, die nur auf den G passt und nicht auf irgendwas anderes. Weil wenn man irgendwas spezialisiert, dann ist es kein Universalteil mehr, wie eine Felge aus dem Regal, sondern es ist genau für dieses Auto die perfekte Lösung. Und wir stehen auf perfekte Lösung. Deswegen machen wir gleich weiter bei dem Thema Verbreiterung. Vielleicht noch ein Thema. Das Auto ist verbreitert. Wie wir die Verbreiterung entwickelt und designt haben, besprechen wir gleich. Aber man sieht vielleicht, wenn man hier hinschaut, dass die Felge von vorn gesehen richtig schön konkav ist. Weil wir haben ja das Rad weiter rausgerückt, haben hier eine kleinere Einpresstiefe als wie bei einem Rad, was weiter innen steht. Und da ja die Anschraubfläche sich nicht verändert, aber der Kotflügel nach außen rauswächst, wenn man ihn verbreitert, können wir schräger gehen, können das Ganze konkaver gestalten. Wir packen also nicht einfach nur Spurplatten unter, sondern wir designen wirklich den Felgenstern auf eine Art und Weise, damit das Rad, nachdem es angesteckt hat, so steht, wie es stehen muss. Und diese Felge hier unten ist etwas weniger konkav und hat halt und positioniert das Felgenbett so im Radkasten, dass diese Felge auf den Jeep Grand Cherokee mit originalen Radläufen passt. Also ihr seht schon, wir haben für jedes Problem die passende Lösung und arbeiten nicht mit irgendwelchen Bauteilen aus dem Großserienregal, sondern wir machen alles genau so, dass das Ganze als Einheit funktioniert. Es wird vom ersten Gedanken bis zum fertigen Produkt alles aus einer Hand designt, entwickelt und gefertigt. Und da kommen wir auch schon zum letzten Thema, den Radlerverbreiterungen. Wir haben den Grand Cherokee eingescannt, haben ihn digitalisiert und haben auf das digitale Fahrzeugmodell Radlerverbreiterungen aufdesignt, die zum einen die originale Optik mitnehmen von den Originalverbreiterungen, also diese Kontur, die Breite von dieser Fläche ist die gleiche, aber das Ganze steht weiter draußen und wir decken das Rad in dem gesetzlich geforderten Bereich ab. Das sind von der Felgenmitte ein gewisser Gradwinkel nach vorn, ein gewisser Gradwinkel nach hinten und haben diese 3D-designten Verbreiterungen im Prototypenstadium im 3D-Druckverfahren aufs Auto gebracht und gießen die in CNC-gefrästen Formen für die Großserienfertigung. Jedenfalls sind die Serienteile aus Polyurethan in geschlossenen Formen gegossen. Und fertig sehen wir es hier. Passt das Ganze saugend ans Fahrzeug ran und gibt wirklich eine echt schöne Form. Ich finde es immer ein Fest, wenn sich Sachen, die sich vorher in Realität noch nie getroffen haben, am Ende dann so zusammenfügen, als wären sie immer schon zusammen gewesen. Und das ist ja das Mächtige an der 3D-Technik, dass man ein Auto digitalisiert, baut das eine Teil, baut das andere Teil und so wie die sich im Computer zusammenfügen, ist es am Ende auch dann in echt. Das Coole an so einem Jeep ist ja, du weißt nicht nur, du hast einen Kompressor, sondern du hörst es auch bei jedem Beschleunigen. Achtung! Bei jedem Beschleunigen hörst du, wie von vorn der Motor mit dir redet und von hinten der Auspuff rausbrabbelt. Und das ist irgendwie so eine echt coole Mischung. Hubraum, Ladedruck und dann dieser Schraubenkompressor, der von vorn dieses leichte, quäkende Geräusch macht.
ist irgendwie wie so ein Organismus, das Ganze. Das arbeitet so schön zusammen. Und es gibt auch so wenige Autos, die wie so ein Jeep einfach so, so sicher fahren. Du hast ja den gleichen Motor auch im Hellcat zum Beispiel drin, aber wenn du so ein Hellcat fährst, musst du immer mit der Angst leben, dass dir das Heck auskeilt. Und das macht der Hellcat dann nicht nur beim Abbiegen, sondern auch auf gerader Landstraße, wenn du mal versuchst, Vollgas zu geben. Und mit dem Auto kannst du einfach beschleunigen, egal ob das trocken ist, ob es nass ist, wie auch immer. Das Auto beschleunigt einfach. Und wenn es wegschmiert, dann schmiert das über alle vier Räder, aber es geht immer geradeaus. Du hast nie irgendwie die Angst, dass du jetzt in irgendeine Richtung extrem krass irgendwo gegenlenken musst. Also dieser Allradantrieb und wie der geregelt ist mit dem Achtganggetriebe von ZF, der 6,2 Liter Motor vorne dran mit Ladedruck, und das ist einfach eine Top-Mischung, die es so eigentlich nicht noch ein zweites Mal gibt. Ist ja alles mittlerweile downgesized und mit Turboladern und was weiß ich, aber so diese uramerikanische Motormischung, V8-Motor mit Kompressor obendrauf, und das Ganze verbunden mit einem deutschen Schalten, also mit einem super schaltenden Getriebe aus dem Hause ZF, das ist einfach phänomenal. Und nach der Leistungskur, die das Auto erfahren hat, hast du ja so viel mehr Drehmoment, dass dadurch auch das Getriebe sehr, sehr schaltfaul agiert. Eigentlich hast du ja bei vielen Automatikgetrieben immer so, dass du gibst Gas und das schaltet erstmal ein, zwei Gänge runter und zieht die Drehzahl nach oben. Ganz anders hier. Du gibst Gas und du hörst einfach, wie das in dem Gang bleibt, weil es merkt, huch, ich muss ja für die Beschleunigung, die mein Fahrer haben will, muss ich ja gar nicht die Drosselklappe voll aufreißen. Hier reicht es einfach, wenn ich die Drosselklappe halb aufmache. So dass diese gewünschte Beschleunigung, die man als Fahrer über das Gaspedal als Input gibt, dass die geliefert wird vom Fahrzeug. Und daher ist das Automatikgetriebe sehr, sehr schaltfaul, weil einfach der Motor viel mehr Potenzial jetzt hat nach der Leistungssteigerung. Und damit hast du einfach so einen 2,5 Tonnen SUV-Brocken, der beschleunigt wie nichts anderes. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie mal nachstellen kann. Achtung, Kamera festhalten. Also du hättest ein Butterbrot in der Hand, du ziehst die Butter vom Brot, ohne Mist. Das ist wirklich, das ist Fun-Faktor ohne Gleichen. Ja, Leute, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus bei dem Paket. Dieser Jeep hat es mir einfach angetan, weil es einfach so das dichteste Auto von allen ist. Du hast hier eine Karosserie, die wirklich noch ins Parkhaus reinpasst. Also das Auto ist so die größtmögliche Größe von Fahrzeug, was du in der Stadt noch problemlos in jede Parklücke reinbekommst und in jedes Parkhaus. Aber so vollgestopft mit Technik. Großer Motor, großes Getriebe, Allradantrieb, 22 Zoll Räder jetzt drauf, breit und alles. Das merkst du schon, wenn du den in der Werkstatt mal schiebst. Wir lassen ja jedes Auto immer an, um den mal einen Meter nach vorne zu fahren, sondern wir schieben den ja auch. Der schiebt sich einfach so schwer, weil da alles, weil da so viel drin ist. Das ist das wirklich dichteste Fahrzeug, wo so viel Technik auf so engem Raum miteinander vereint sind. Also, ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Schreibt uns ein paar coole Kommentare rein. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem nächsten Thema. Und wenn ihr ein Projekt habt, was wir vielleicht für euch umsetzen sollen, dann nehmt Kontakt auf. Das machen wir am liebsten. Macht's gut. Tschüss.